So, meine lieben Grüße euch, da ist die Natalie von Seelenheil. Heute ein Special-Video, das nicht geplant war, aber ich dachte mir, ich nutze meinen Sturz. Ja, seht hier, ich bin heute mit dem Rad gestürzt, habe mit meinem Kinn abgebremst und jetzt wird es schon langsam blau. Ich habe gesagt, es ist schon blau. Was kannst du tun, um diese Flecken wieder schnell verschwinden zu lassen? Da gibt es eine super tolle Möglichkeit und das funktioniert bei allen Verletzungen, am besten aber bei blauen Flecken. Und zwar machst du das wie folgt. Ne? Also du musst wissen, wann das passiert ist. Das war bei mir so um 13 Uhr. Ja? Jetzt ist es 16 Uhr oder 16.25 Uhr inzwischen. Und natürlich, je schneller, dass du das machst, desto besser ist es. Du machst das wie folgt. Du nimmst deine Hand, also du gehst jetzt quasi, ich erkläre es euch, du gehst jetzt mit der Zeit zurück, ja, kurz bevor das geschehen ist, ja. Ich mache es immer so, ich gehe gleich eine Stunde weiter zurück, also um 13 Uhr habe ich den Sturz gehabt. Ich gehe auf 12 Uhr und ziehe quasi die Energie von 12 Uhr, wo ja alles noch okay war, nach vor bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt eure Hand, haltet sie entweder drauf oder ins Energiefeld zum Fleck, ja, schließt eure Augen und geht zurück mit heutigem Datum. Heute ist der 27. Jänner. Zurück zu 12 Uhr und alles, was ihr jetzt macht, lasst ihr quasi durch die Hand da reinfließen. Also ich bin jetzt bei 12 Uhr, 27.10, 12 Uhr und diese Energie, diese gesunde ziehe ich bis jetzt nach vor. Also ich nehme 12 Uhr und ziehe 12 Uhr in 13 Uhr, ich nehme 12 Uhr und ziehe 12 Uhr in 14 Uhr und das fließt alles da raus, ne? Ich nehme 12 Uhr in 15 Uhr, ich nehme 12 Uhr in 16 Uhr und ich nehme 12 Uhr in 16 Uhr 27. Ja? Speichert das ab und ihr werdet spüren, und das war's, und ihr werdet spüren, während ihr das macht, arbeitet das voll. Ja? Also da merkt man richtig, da tut sich was und an und für sich ist ja so ein Fleck lange da, ja. Bei dieser Methode ist er innerhalb oft schon am nächsten Tag weg, spätestens am übernächsten Tag, ja. Dann, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr noch einen Bonus drauflegen, und zwar könnt ihr das Ereignis überschreiben. Das heißt, ich bin mit dem Rad bergab gefahren und bin dann kopfüber über den Lenker abgestiegen. Ja? Jetzt mache ich Folgendes. Lass die Hand da oder gebe sie nochmal her. Mach die Augen zu und visualisiere, besser gesagt erinnere mich daran, wie ich mit dem Rad runtergefahren bin. Und da, wo der Sturz war, mache ich in meinen Gedanken ganz normal die Weiterfahrt ohne Sturz. Also ich fahre da ganz normal den Berg hinunter, bis ich unten ankomme und absteige. Das speicherst du ab, mental, und somit hast du das Ereignis überschrieben. Ja? Also wirklich den Sturz überschreiben mit einer ganz normalen Fahrt nach unten. Gut, meine Lieben, versucht es, probiert es aus. Ich blende euch noch die Skizze ein, die Skala, wie wir von der Gegenwart, also ganz rechts, mit einem Schwung nach hinten gehen, bis vor der Verletzung, ja, in den gesunden Zustand, und dann den gesunden Zustand nach vorne ziehen. Zusätzlich kann man natürlich auch mit den Körblerzeichen arbeiten und das Sinuszeichen auf den blauen Fleck aufmalen. Und wenn ihr Fragen habt, einfach fragen, kommentiert das Video, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, würde mich freuen. Und
Ja, schreibt mir auch, wenn ihr das versucht habt, wie die Erfolge waren. Gut, dann bis bald. Tschüss.